So lange bin ich noch unsichtbar und ab hier nicht mehr. Kann ich diese... Nein. Schloss 50 macht ja übrigens auch mal einen Ring. Aber es bringt mir gerade nichts. Kommt schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, aber doch zumindest den halben. Länger werde ich auch nicht in Anspruch nehmen. Keine Sorge. Gott. Es muss klappen. Ich gehe einfach das Risiko ein. Also, so sieht sie mich nicht. Wenn ich jetzt langsam... Was machst du denn da? Ich hab eine Idee. Ups. Das wollte ich jetzt nicht machen. Niemand ist meiner ebenbürtig. Bist ja ganz sicher. Bist ja ganz sicher. Oh Mann! Verhafte mich, verdammt! Verhafte mich! Ach, willst du mich echt nicht verhaften? Dann schlag mich kaputt! Los! Komm rein! Komm rein! Ich muss die Türen schließen. Komm rein und schlag mich kaputt. Komm. Komm hier rein. Schlag mich kaputt. Nee, mach die Tür nicht zu. Mach sie auf. Wieso bist du so blöd? Und sowas wie du kommt in die Legion. Da kann man sich vorstellen, warum gewisse Ereignisse passiert sind. Ja, wie gesagt, ihr habt gesehen, sie hatte überhaupt keine Chance gegen mich. Und ich bin mal wieder erfolgreich aus dem Kampf hervorgegangen als Verlierer. So, ich muss diese Truhe öffnen. Das kann ja nicht so schwer sein. Komm, komm. Oh, das war jetzt wirklich schlimm. Was wollt ihr? Ah, irgendjemand hier muss ja zur Wache gehören. Das heißt, wir gehen bei diesem jemand, bei dem schauen wir einfach mal kurz vorbei. Nee, nicht du, sondern vielmehr jemand hier draußen von mir aus auch. Und dann bezahlen wir unser 5 Draken Kopfgeld. 5 Draken? 5 Draken. Danke. So, und jetzt holen wir uns unser verdammtes Zeug aus der Truhe zurück. Ich hatte gerade richtig Angst wegen des Nord, der da solch eigenartige Geräusche von sich gab. Aber geben ist netter als nehmen und ich sollte ihm nicht sauer sein, nicht wütend sein. Stattdessen ist es mir relativ gleichgültig und... Ja. Was? Habe ich diese verflixt? Jetzt ist es sowieso egal. Ring. Öffnen. Habe ich schon erwähnt, dass sowas, dass Telekinese auch auf Berührungszauber verstärkt? Nein, offenbar nicht. Es tut das auf jeden Fall. So, wie man gerade sehen konnte. Gerade eben. Und da ist mein ganzes Zeug. Ja, das kann das hinhauen? Das kann wirklich hinhauen. Wie viel Gewicht habe ich danach? Unter der Schmerz... Ja, okay, es kann hinhauen. Das ist mein gestohlenes Zeug. Das nun wieder in meinen Besitz gelangte und wir wissen nicht weshalb und es ist uns auch egal. Dich brauche ich noch. Die Stiefel hatte ich die ganze Zeit noch an. Ups. Dich möchte ich anziehen. Dich und die Zähne der Oshilaku. Und mein Kopfgeld beträgt, sage und schreibe. Also, schreiben muss ich jetzt nicht, aber einfach sagen. 0 Draken. Ich habe nur wenig. Das heißt, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Jetzt hört auf, mich damit zu nerven. Zurück nach Balmora. Und dort... Was wollte ich hier erledigen? Mana-Tränke. Jede Menge Mana-Tränke. Aber vorher habe ich noch... Und das ist lange her, Leute. Das ist lange her, glaubt mir. Die Frage bekommen, ob Kaius denn nun wirklich weg sei. Enwa müssen sterben, mir halt auf den Mund. Ob die Kaius, ja, diese nette
Dame, die immer hier drin stand, nun endlich weg sei. Ob sie leider weg sei. Ja, tatsächlich. Also wir haben dieses Haus ganz für uns. Es ist ziemlich übersichtlich hier drin. Und jetzt, wo ich schon hier bin, nehme ich doch einfach mal ein bisschen von seinem Geld. Der Krieg des ersten Rates stand schon mal in einer Videobeschreibung. War nicht unbedingt. Das Licht gefällt mir. Und ich werde es tatsächlich mal benutzen, Leute. Ich werde ein Licht benutzen. Aber eins von den anderen. Ja, ich mag dieses Licht vor allem, weil es keine nervigen Geräusche macht, wie eine Fackel. Nun gut. Mit dieser Unterstützung, das Licht hilft ja auch außerordentlich viel, begeben wir uns jetzt... Ich weiß nicht, warum es so ruckelt und ich will es auch gar nicht wissen. Warum zur Hölle? Naja, wir begeben uns zu Narkaria von Weißhafen, wo ich mein bereits gezeigtes Spiel wieder treiben werde. Mit ihr. Und da das wirklich eintönig und langweilig wäre... Können wir uns vielleicht kurz fassen? Genau das werde ich tun und wir sehen uns nach diesem Schnitt wieder. So Leute, hier bin ich wieder. Ich habe 82 Mana-Tränke. Fast mein gesamtes Geld ist eigentlich nicht weg, aber egal. Ich werde auf jeden Fall die nächste Zeit keine Mana-Tränke mehr kaufen müssen. So viel ist sicher. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Bitte fasst euch kurz. Nee, danke. Dann habe ich noch den Vorschlag bekommen. Und das ist jetzt der Vorschlag, den ich heute auch tatsächlich machen werde. Oder dem ich Folge leisten werde. Mal zu zeigen, wie es aussieht, wenn ein Schlickschreiterführer in der Luft schwebt. So sieht es aus, wenn ein Schlickschreiterführer in der Luft schwebt. Warum nein. Gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Ich bekam vielmehr den Vorschlag, einen gewissen Gegenstand aus Suran oder aus der Nähe von Suran zu holen. Ein Artefakt, das meiner Meinung nach immer wieder überbewertet wird. Aber nun gut, ich hole es einfach. Da ist ja jetzt nichts dabei. Wir möchten Levitation und wir fliegen einfach mal so random über diese Hügel, ohne dabei irgendetwas im Hintergedanken zu haben. Dum-di-dum-di-dum, es ist ein ganz normaler Hügel und ich fliege... Oh, wer bist du? Oh, ich weiß, wer du bist und das reicht mir. Aber ich kann mich wieder gegen dich zur Wehr setzen.